Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play XCOM. Das letzte Mal haben wir damit beschlossen, dass wir hier hinten einen Stützpunkt gefunden haben und da oben ein UFO quasi aufgegabelt haben. Und dann habe ich einen fatalen Fehler gemacht, nämlich, dass ich in meiner Basis die frisch gebaute Laser Defense verkauft habe. Das war ziemlich dumm von mir. Deswegen habe ich jetzt in der Pause quasi noch einmal den alten Spielstand geladen und noch einmal alles durchgemacht. Diesmal sogar etwas besser ausgegangen. Ich habe nämlich tatsächlich nur zwei Leute verloren in diesem Kampf und habe sogar einen von den Mutants lebend gefangen. Nicht, dass wir das unbedingt brauchen würden, aber ich habe es halt gemacht. Es waren nur Soldaten, also so gesehen ist es jetzt nicht unbedingt das Wichtigste. Aber wir können, wenn wir, glaube ich, lebende Spezies fangen, können wir dann auch meistens irgendwas über die einzelnen Völker herausfinden. Und ich glaube, über Mutants wissen wir eh noch nicht allzu viel. Alien Lifeforms. Ah doch, wir wissen schon alles über sie. Schaut der hässlich aus. Auch wieder Floaters. Und über die Ethereals. Die Sektoid. Ja, wen wir noch nicht haben, sind die Spangentypen und diese Chrysaliden, die diesen fürchterlichen Terror-Einsatz gemacht haben. Na gut. Ja, das habe ich auch gekauft. Und Avalanche Missiles habe ich auch gekauft. Hey, Plasma Rifle Clip. Jetzt kann man Plasma Rifles verwenden. Das ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt kann man auch die Plasma Kanone erforschen. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Vielleicht sind die besser im Kampf. Vielleicht kann man die für unsere Flugdinger einsetzen. So, jetzt können wir Plasma Rifles und Plasma Rifle Clips bauen. Vielleicht sollten wir einen Teil der Leute auf diese Plasma Rifles eintrainieren. Naja. Ein very small low. Na dann, intercepten wir es mal. Von Taipei aus. Ah, das ist so eines. UFO destroyed. Ich weiß gar nicht, was die können, diese kleinen UFOs. Large. Large klingt nicht gut. Aber immerhin ist er nicht very large. Large könnten wir überleben. Blödes UFO. Ah, jetzt wissen wir, was das Large UFO vorhatte. Schauen wir mal. Ah. Immer falsch. Naja, Sky Ranger kriegt noch Besatzung. Wir werden uns. Ah. Das ist schlecht. Keine Personal Armors mehr. Die gehen einfach immer drauf mit. Tja, kann man nichts machen. Brauchen wir nicht Personal Armors? Nein. Zumindest nicht hier. Da bauen wir sie. Personal Armors darüber bringen. Oh, eine derzeit. Naja, okay.
Na dann, intercepten wir das mal mit dem Sky Ranger. Und du. Return to Base. Wir haben das Raumschiff schon gefunden. Mit etwas Glück sind wir noch am Tag dort. Mit etwas Pech kommen wir in der Nacht erst an. Ah. Zwei neue Soldaten. Okay, der kann immerhin ganz gut schießen. Oh, der kann sehr gut schießen sogar. Und er ist auch brave. Wir mögen Leute, die gut schießen können. So, dann verkaufen wir mal eine Laserkanone oder zwei. Und bauen Personal Armors. So, und wieder schnell. Ah, wir sind schneller als der Sonnenuntergang, wir sind schneller als der Sonnenuntergang, wir sind schneller als der Sonnenuntergang. Yay! Wir speichern. Gut. Gut. Schauen wir mal, wer bei dem Terror dabei ist. Wahrscheinlich wieder diese Chrysaliden. Die sind fürchterlich. Okay, das brauchen wir beim Terroreinsatz nicht jetzt. Weil es ist Tag. Ja, ist okay, behalt's du halt. Schöne Mikonen. Ah, verstehe, die hat wahrscheinlich früher den Dings gehabt. Ah, vielleicht nehmen wir hier. Na, 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 das passt schon. B und S. So groß schießen tut die nicht. Aber du gibst das her. Sie. Sehr gut. Ah, du gibst es auch her. Und das. Kriegst du doch eins. Ah. Und du kriegst auch eins. So. Okay, wir sind im Eck. Das ist ausgezeichnet. Wir sind im Eck. Deckung. Wir gehen sehr langsam raus. Vier Leute gehen raus. Ist
bleibt noch stehen hier. Nicht so schnell vor. Das führt nur dazu, dass wir schneller sterben. So, schauen wir nochmal auf die Karte. Noch sind wir nicht allzu viel. Einschussspuren. Was, ein Floater? Das wäre ein sehr schön Floater. Das ist relativ angenehm eigentlich. Ah, natürlich nicht so bad for reals. Wie viel schießen die? Sehr viel weiter. Oh. Arme Menschen. Gut, wollen wir mit dir? Zuerst du. Schaust vielleicht in diese Richtung. So, jetzt daher. Und du schaust in diese Richtung. Gut. Und oben gehen wir wieder mal ein Stück weiter. Aber solange nicht sehr viele von mir sterben, ist es nicht so schlimm. Genau, das sollen sich dann die Menschen kümmern. So, du bist ganz vorne, Marie. Das da aus. Kommt man nie in einem Zug vor. Wir sind da schon ganz schön weit. Gut. Okay. So, dann du. Das ist auch ganz schön weit. Mal da reingehen, ja. Ah, ein Alien.
Ein, was ist das? Ein Reaper, oder? Gut. Wahrscheinlich umgehen. Nein, ich kann nicht mit ihnen umgehen. Ich treffe sie nämlich nicht. Ich müsste den auch sehen, oder? Wir schießen Löcher in die Wände. Hurra! Na gut, soll sein. Ja, gut mit entflammbaren Waffen zu bekämpfen. So, du stehst in die Richtung. Du gehst da entlang. Umkumble. Gehst jetzt mal in diese Richtung. In die Knie. Wir sind mal über die Straße. Aber ich glaube, die Musi spielt da unten. Die ganzen Toten sind hier. Ah, du kannst auch gleich da Richtung gehen. Du gehst in diese Richtung. Und ihr beiden bleibt hier. Ja, sicher. Nein, das ist kein Reaper. Das ist was anderes. Hast du geschossen? Nö. Du hast geschossen. Aber das wird bei dem nicht viel machen, fürchte ich. Schauen wir mal. Ein Sektopod. Die kenne ich nicht. Und ja, es hat was geholfen. Vielleicht können wir den tatsächlich auch einfangen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ein Sektopodenterrorist. Und dann schießen wir gleich nochmal drauf. Yes, und es schläft. So, sehen wir noch irgendwelche anderen Aliens? Derzeit nicht. Hier ist. Ist er tot? Ich hab's nicht gehört. Ja, er ist tot. Mist. Ah, noch so ein Sektopode. Hörst du auf mich zu schießen? Habe ich ihn überhaupt getroffen? Du schaust mir bitte diesen Sektorpoden da drüben an. Naja, aber wirklich viel Schaden habe ich ihm nicht gemacht. Bist du deppert, der hat da Armor. Autsch. Wie soll man die besiegen?
Die werden immer schwerer. Arg. Mist, so weit. Geh in die Knie und schieß auf ihn. Ich fürchte, ich habe ihn nicht getroffen. So, Abigail. Das heißt, da kannst du auch in die Knie gehen. Glaube, das waren alles Treffer. Gut, 21. Das heißt, du kannst auch in die Knie gehen. Sehr schlecht, wenn wir nebeneinander so stehen. Weil. Sechsunddreißig. Was geht sich aus? So, jetzt werde ich mich gleich einmal frustrieren, weil jetzt schaue ich einmal, wie es dem geht. Ich frustriere mich wirklich, ich hätte nicht schauen sollen. Der hat praktisch keinen Schaden genommen. Also mit den Laserwaffen, wenn wir denen nicht beikommen, fürchte ich fast. So, du geh mal da weiter. Die sind mir schon wichtiger, dass wir die killen, weil die können 20. Gott, was getankt. Die können uns nämlich beeinflussen. Und das ist etwas, was ich nicht will. Yep. Eva, du gehst da runter. Jenny, willst du auch noch schießen auf das Viech da drüben? Von hinten, glaube ich, wäre es besser, wenn man angreifen würden. Drehst du dich bitte wieder um? Ja, vielleicht hilft dann das Ding. Vielleicht nicht jetzt. Wenn ich jetzt schieße, schieße ich sicherlich auf meine Typen. Oh, fast. Ich glaube, er war noch im Range. So. Und jetzt frustriere ich mich erst richtig. Ja, ich habe ihn zwar mehrfach jetzt getroffen, aber er hat genau nichts abgekriegt seither. Ich bin so arm. Okay, Pietro, du gehst auch darunter.
Da hat jetzt gerade jemand eine Granate geworfen. Ich glaube, wir sind alle tot. Okay. Jetzt weiß ich, warum man nicht nahe aneinander stehen sollte. Und jetzt weiß ich, warum ich abgespeichert habe. Herrschaften, das habt ihr alles nicht gesehen. ich glaube, ich höre jetzt auf für heute. Das war genug für mich und meine Nerven. Das nächste Mal, also wir machen ein Safe Game. Das ist ja Gott sei Dank nur ein Auto-Safe Game. Chiyunu Panics. Oh yeah. Also wir haben noch aktiv Eva, Stamsa, Abigail. Gott sei Dank hat die sowas in der Hand. Das Viech ist weg. Da ist es wieder. Einmal Snapshot. Eva. Hast du eine Wunde? Nein. Ah, schau an, du bist noch in Ordnung. Ja, schieß mal halt auf das Ding noch einmal, was soll's. Was soll schon viel passieren? Wieder knapp daneben. Na okay, nein. Ich werde neu laden. Das war nicht sonderlich klug von uns, dass wir das so gemacht haben. Herrschaften, ich wünsche euch viel Spaß. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis bald.